München 2010. Und hier ist Ihr Gastgeber, Thomas Gottschalk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend und herzlich willkommen zur München 2010, dem großen Jahresrückblick des ZDF. Dankeschön. Ein bewegtes Jahr, offensichtlich für Sie genauso wie für mich, denn es ist, wie es immer war und wie es eigentlich immer sein wird. Für einige Menschen war das vergangene Jahr das Schönste, das sie je hatten, für andere war es das Furchtbarste und für den Rest war es wahrscheinlich wie üblich eine Achterbahnfahrt. Und wie schnell es von oben nach unten gehen kann, haben Sie vielleicht gemeinsam mit mir letzten Samstag erlebt, als aus Spaß innerhalb von wenigen Sekunden ernst wurde. Als mein Kandidat Samuel, der darauf gebrannt hat, sich mit einer spektakulären Wette einem großen Publikum zu präsentieren, plötzlich bewusstlos vor uns lag. Gerade weil es heute Abend um das Schicksal von Menschen geht, habe ich Samuels Vater gefragt, ob er es sich bereits zutraut, mit mir zu sprechen. Er hat dies nach reiflicher Überlegung bejaht, aber darum gebeten, dies nicht live und vor Publikum zu tun. Natürlich haben wir dies respektiert. Wir haben auch Verständnis, dass er jetzt an der Seite seines Sohnes bleiben möchte. Aber ihm und mir ist natürlich auch daran gelegen, sowohl diesen unglaublichen öffentlichen Vorgang, den ja viele von Ihnen miterlebt haben, als auch die persönliche Anteilnahme, die viele von Ihnen gezeigt haben, einfach zur Kenntnis zu nehmen und eben auch zu zeigen, wie er darauf reagiert hat. Guten Abend, Christoph Koch in Düsseldorf. Guten Abend. Herr Koch, ich kann mir vorstellen und ich glaube, jeder Zuschauer kann mir dabei folgen, durch welches Wechselbad der Gefühle Sie diese Woche gegangen sind. Unsere Gedanken waren sicher in jeder Phase die gleichen, nämlich, wie geht es Samuel? Samuels Zustand körperlich sieht so aus, dass er im Bett liegen muss, sich nicht bewegen kann und oben am Hals und Kopf auch nicht bewegen darf. Sein Zustand, er ist unendlich traurig. Es bedrückt ihn. Er macht sich Gedanken über seine Zukunft, wie es weitergeht. Also diese Traurigkeit, die macht auch uns allen zu schaffen. Im Moment können wir nicht sagen, genau wie es mit Samuel weitergeht. Er hat Chancen und wir haben Hoffnungen, dass er geheilt werden kann. Unabhängig von der psychischen Belastung hat sich ja in diesem Moment auch Ihre gesamte Lebensplanung geändert. Sie sind natürlich jetzt da, wo Sie hingehören, nämlich an der Seite Ihres Sohnes in der Klinik. Wie geht's Ihnen eigentlich? Wie es mir geht, das war die erste Frage vom Samuel, auch in der Klinik. Wir sind traurig über Samuels Traurigkeit. Wir weinen und heulen viel als Familie. Aber auch gerade diese Familie, die gibt uns Halt und Kraft. Was wir in diesen letzten Tagen auch an persönlicher Zuneigung, an Herzlichkeit von anderen Menschen, von Freunden, von Samuel erlebt haben, das hat uns geholfen, über diese Tage bis heute, diese eine Woche zu überstehen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir ganz allein gewesen wären. Wir sind auch jetzt noch mit Freunden von Samuel zusammen und trösten uns gegenseitig. Was wir an Hilfe und Unterstützung auch von Mitarbeitern des ZDFs erlebt haben, ist großartig und unbeschreiblich. Und ich weiß ja, wie viel jetzt zuhören womöglich. Ich sage das hier nicht aus einem journalistischen Trick oder damit das für die Öffentlichkeit groß wird, sondern wenn mir ein Mitarbeiter unter vier Augen sagt, dass das sein zweitschönster Tag war, als er gehört hat, Samuel hat Bewegungen in den Beinen, also Muskeln, die schon ein bisschen reagieren.
dann ist das weit mehr als journalistisches Interesse. Und dieses Gefühl, diese Anteilnahme, dem eben auch entgegenzukommen, deswegen sitze ich ja jetzt auch hier, das ist echt und das erfahren wir auch. Sie müssen sich ja nun auf ganz verschiedene Szenarien einstellen. Ihre Frau ist im medizinischen Bereich tätig, was natürlich auch ein Vorteil für Samuel und die ganze Familie ist. Wie kann es für Sie weitergehen? Also im Moment planen wir von Halbtag zu Halbtag, von Tag zu Tag. Die Frage, wie es weitergeht, für uns in der Lebenssituation, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Dort in der Klinik treffen wir ja auch auf andere Menschen, die ähnliches Schicksal haben und die im Gegensatz zu uns jetzt eher allein damit fertig werden müssen. Also auch die Leute dort, die ein schweres Schicksal haben, haben keine Ahnung, wie sie es weitergehen. Und auch das ist mir eigentlich gerade wichtig, nochmal zu erwähnen. Wir haben jetzt den Segen und Fluch dieser Öffentlichkeit. Und andere, das haben wir jetzt mitbekommen, sind betroffen, ähnlich betroffen und haben das Schicksal dann alleine zu tragen. Ich möchte noch was dazu sagen, wie es mit Samuel weiter kann. Also bewusst bekommen wir von den Ärzten keine Prognosen. Die wollen uns nicht zu viel Hoffnung machen. Mit Sicherheit wird es ein monatelanger Prozess werden, bis Heilung sichtbar wird. Das ist schon hart genug, aber da brauchen wir Geduld und die bekommen wir auch zugesprochen von Freunden von ihm, von Mitchristen. Wir hatten letztens am Telefon, haben sie mit uns gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert und wir wissen, dass er viele Besuche bekommen wird und dass uns das alles auch weitertragen wird, auch wenn es Monate gehen wird. Aber Herr Koch, eben Monate, wie lange auch immer es dauert, auch für mich und für alle, die mit dieser Geschichte zu tun haben, ist natürlich das Entscheidende. Gibt es auch Anlass zur Hoffnung? Also die Ärzte haben Ihnen zumindest die Hoffnung gegeben, dass Samuel gesund werden kann. Ja, also das wissen wir seit gestern, dass es guten Anlass zur Hoffnung gibt. Das ist auch das, wo der Mitarbeiter gesagt hat, das ist der zweitschönste Tag in seinem Leben. Nach der Geburt seines Sohnes hat er vielleicht noch seine Frau vergessen, aber ja, das ist so berührend, das ist toll. Wenn es überhaupt einen positiven Aspekt dieser Geschichte gibt, dann ja sicher dieses Gefühl, das Sie gespürt haben, das auch ich gespürt habe, das öffentliche Interesse ist nicht Neugier, sondern es ist Anteilnahme. Ich habe hunderte von Mails bekommen, von Anrufen, die mich alle gebeten haben, diese guten Wünsche an Samuel weiterzugeben, was ich hiermit tue und wo ich Sie bitte, ihm dies natürlich auszurichten. Wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, zu dieser Öffentlichkeit, das ist für uns ein Glücksfall gewesen, so verrückt es klingen mag, aber dass das in der Live-Sendung vor Ort passiert ist, wo alle Ärzte direkt richtig reagiert haben, und so makaber es klingen mag, dass es mir als Vater passiert ist, ist auch in gewisser Weise was Glückliches. Wenn es einem seiner Freunde und Mitfahrer passiert wäre, das wäre für diese jungen Kerle schrecklich gewesen. Ich kann das mit dem Samuel verarbeiten. Wir haben auch schon miteinander gesprochen darüber. Und das Schönste, was ich jetzt noch mitteilen kann, ist ein Gruß von Samuel aus der Klinik. Ich habe mit ihm gesprochen, dass ich diese Aufzeichnung machen werde. Und er hat mich gebeten, Grüße aus der Klinik zu sagen an alle, die das jetzt sehen. Und ich soll auch sagen, dass es wunderbar aufgehoben ist bei den Betreuern, Pflegern und Ärzten. Danke, Herr Koch. Grüßen Sie bitte Samuel zurück und garantieren Sie ihm, das ist ja auch bei der Öffentlichkeit oft so, dass Interesse erlahmt und es gibt andere Schlagzeilen. Mein persönliches Interesse wird auf jeden Fall bei euch bleiben, bei seiner Seite bleiben und wir lassen euch da nicht alleine. In diesem Sinne wünsche ich trotzdem euch ein schönes Weihnachten und einen halbwegs versöhnlichen Ausgang dieses Jahres. Grüße nochmal nach Düsseldorf und Dankeschön. Ja, bitte.
Auf Wunsch von Herrn Koch haben wir dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet und Sie werden verstehen, dass ich es auch nicht in der Position eines recherchierenden Journalisten geführt habe, sondern eben als Betroffener.